Wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wird es höchstwahrscheinlich irgendwann richtig sein. Der pasmanische Teufel wurde heute Abend mit gebrochenem Genick ins Kent County Memorial Hospital eingeliefert. Käfer, ich werde wieder kämpfen. Wenn es je Zeit war, alles auf eine Karte zu setzen, dann jetzt. Du kannst einfach nicht aufgeben. Doch, könnte ich. Ich weiß genau, was ich zu tun hätte, um aufzugeben. Aber weißt du, was mir dabei Angst macht, Kev? Dass es so leicht ist. Habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich selbst gefragt, wenn heute der letzte Tag in meinem Leben wäre, würde ich das tun, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun? Und jedes Mal, wenn die Antwort Nein war, mehrere Tage lang, wusste ich, ich muss etwas verändern. Das schaffst du. Du schaffst es, Pers. Noch ein bisschen. Du kannst passen, ein paar Kilo und komm. Wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch ein oder zwei Tage zu leben hätten, gibt es Dinge, die Sie bedauern? Wie viel Mut man braucht, aber auch, dass es möglich ist, sein Leben zu ändern. Egal wie Sie handeln, egal welchen Lebensstil Sie leben, Sie müssen sich fragen, ist das Leben, welches ich von ganzem Herzen leben möchte? Und wenn es solche Dinge gäbe, und die meisten Menschen haben etwas, das sie bedauern, müssten sie genau an diesem Punkt ansetzen, ihr Leben zu ändern. Holy shit! Denk darüber nach und häng die Handschuhe an den Nagel. Ich bin noch nicht fertig. Okay? In mir steckt mehr. Mir reicht's, dass die Leute über mich reden, als wäre ich tot. So als wäre ich in dem Auto gestorben. Als wäre für mich alles vorbei. Du steigst nie wieder in den Ring. Ist vorbei. Lass endlich los. Manchmal trifft dich das Leben mit einem Ziegelstein. Verliere nicht den Glauben. Ich bin überzeugt, dass das Einzige, was mich zum Weitermachen brachte, war, dass ich geliebt habe, was ich tat. Man muss das finden, was man liebt. Kev, ich werde wieder kämpfen. Daran zu denken, dass man bald tot sein wird, war für mich das wichtigste Instrument, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen zu treffen. Weil fast alles, alle äußeren Erwartungen, der ganze Stolz, die ganze Angst vor dem Versagen und die Scham, diese Dinge fallen einfach weg angesichts des Todes. Und es bleibt nur mehr das, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren. Wir haben in unserem Keller angefangen. In einem verdammten Keller! Geh da raus und zeig mir, wie du das machst. Zeig mir, wie du lebst. Zeig mir, wie du kämpfst. Dir zeigen, wie ich kämpfe? Ja. Zeig mir, wer du wirklich bist. Man bezeichnet es als eins der ungewöhnlichsten Comebacks in der Geschichte des Sports. Wie war Ihnen das möglich? Welche Lüge hat man Ihnen erzählt? Es ist nicht so einfach, dass es nicht so einfach wäre. Diese Lüge erzählen sie dir immer und immer wieder. Was soll nicht einfach sein? Einfach alles. Ganz egal was. So kriegen sie dich zum Aufgeben. Sie sagen, es ist nicht so einfach, Winnie. Und worin liegt die Wahrheit? Dass es so ist. Wenn du das tust, was sie dir erzählen, dann kriegst du nichts hin, dann war's das. Dann merkst du, dass es ganz einfach ist. Und dass es das immer war.